Drei einfache Starterbasen. Der erste ist für unterwegs, den man immer wieder bauen kann. Wir machen erstmal so drei Falltüren aufeinander. Bei der mittleren ein Glasblock und die Falltür wieder weg. Das sieht nämlich ganz schön aus. Dann lassen wir einen frei und machen dasselbe nochmal. Dann drehen wir uns und machen eine Dreierwand, wobei wir in der Mitte eine Fichtenholzfalltür nehmen für einen Fensterersatz. Die Rückseite geschlossen und oben machen wir einen Deckel drauf. Dann noch die Tür rein und eine Falltür drauf. So, schon steht unser kleiner Shelter. Hier drin haben wir genug Platz. Wir können zum Beispiel hier so, oh, da ist eine Höhle drunter, drei Fässer machen. Machen so Treppen, ne, da kommen wir immer noch dran, können Sachen lagern. In der Mitte machen wir dann einen normalen Ofen, einen Räucherofen, einen Schmelzofen. Und hier hinten, da machen wir die Werkbank, hier stellen wir ein Bettchen hin. Hängen wir eine Laterne hier in die Ecke und machen hier einen Blumentopf mit einem Setzling. Und schon haben wir alles, was wir brauchen für unterwegs. Ist wirklich super einfach und immer schnell aufgebaut. Die zweite Nummer dauert ein bisschen länger. Und das ist eine Underground Starter Base. Dafür machen wir erstmal so 2x2 und dann nochmal so dran. Hier in die Ecke machen wir einen Stamm und da auch. Und dann füllen wir das Ganze mit Glas auf. In der Mitte lassen wir aber frei. Und jetzt machen wir hier drei Blöcke runter. 1, 2, 3. Und machen hier erstmal 3x3 frei. Jetzt merkt man, unsere Stämme liegen frei. Da machen wir eine Stufe drunter. Mehr nicht, glaube ich. Oder wir machen einen Block drunter, das geht auch. Und dann machen wir hier unten einen 5x5 Raum draus. Das heißt, noch einmal in die Richtung, einmal in die, einmal in die, einmal in die. Haben wir einen 5x5 Raum gemacht. Machen wir in die Ecken so entrindet. Und ich habe mich nochmal umentschieden. Wir machen hier richtiges Holz. So, das finde ich irgendwie schön. Das passt so ein bisschen besser als Übergang hier rüber. Jetzt haben wir die Mitte und da machen wir so hier eine Steinziegeltreppe, da, da und hier. Und in der Mitte machen wir so. Dann können wir nämlich hier Wasser reinlassen. Dann kommen wir rauf und runter durch unsere Eichenholzfalltür. Bevor wir aber drinnen weitermachen, machen wir draußen hier eine Stufe, da eine Stufe und dann eine Fichtenholzfalltür und so. Dasselbe machen wir hier auch. Dann verteilen wir hier in die Ecken noch ein bisschen Laub und hier auch. Und dann können wir vielleicht noch hier drauf so eine Druckplatte machen und da auch. Und schon haben wir hier ein klein bisschen Deko gemacht. Natürlich könnte man noch so ein bisschen Gras hier hin verteilen, wie man das so haben mag, ne? Sind wir jetzt hier drinne, machen wir erstmal gegen die Falltür Wasser. Dann können wir nämlich hier einfach schön rauf und runter schwimmen, ganz easy. Und jetzt haben wir unsere vier Eingangsbereiche für jeweils die Räume, die wir brauchen. Hier mache ich jetzt mal drei Blöcke rein Platz. Und dann machen wir hier die drei raus. Hier die drei raus. Und hier die drei auch nochmal raus. Das wird nämlich unser Ofenraum. Da machen wir nämlich einfach so, so und so. Die Wände würde ich mit Steinziegel ersetzen. Das hat was Schönes. Die Säulen wieder mit entrindetem Holz. Und dann würde ich hier noch so Falltüren hinsetzen und da vielleicht und dann können wir da noch welche machen, wo wir dann einfach eine Laterne hinstellen oder eine Truhe, die wir jetzt natürlich nicht aufkriegen, die ist nur zu Dekozwecken und vielleicht da noch eine Laterne und schon haben wir das Ganze beleuchtet und genug zum Braten. Gegenüberliegend machen wir genau dasselbe, also wir hauen wieder dieselben Blöcke raus, dann kommt in die Mitte ein Zaubertisch, Bücherregale in einer U-Form. Und an die Decke würde ich tatsächlich so machen. Einmal rumgehen mit den Treppen. Dann kann man nämlich hier, wo wir jetzt nochmal Stein reintun, einfach damit es einheitlich ist, zum Beispiel eine Truhe hinstellen oder eine Laterne. Und da vielleicht, oder Truhe brauchen wir eigentlich nicht, Amboss und Schleifstein. Und schon kann man hier verzaubern, kann hier die Bücher kombinieren, kann da wieder entzaubern, wenn einem etwas nicht passt. Und die Decke ist jetzt natürlich ein bisschen unschön. Dafür nehmen wir Falltüren, so einfach Fichtenholzfalltüren. Und im Durchgang machen wir auch nochmal so eine Treppe, Falltür. Schon steht unser Verzauberungsraum. Dieselbe Dekoration können wir natürlich hier bei unserem Ofenraum auch machen, dass wir sagen, wir machen so. Und wenn einem die Decke hier nicht gefällt mit dem Dirt, dann muss man natürlich die Deko wieder entfernen und das Ganze dann hier auch mit Falltüren einmal dicht machen. Dann stellt man eine Laterne einfach so auf den Schmelzofen. Das geht auch. Die dritte Seite, da machen wir erstmal eine Reihe weg. So. Und dann machen wir hier die Reihe auch nochmal weg. Ganz einfach. Und jetzt ist es hier nämlich so, dass wir erstmal die Wände gerade durch Stein ersetzen, damit halt alles einheitlich bleibt. Die obere Reihe brauchen wir da nicht. Oh, warte, hier würde ich noch.
Dann machen wir hier auch wieder den Eingang so, ne? Und ziehen das hier einfach so hier rein. Dann sollten wir vielleicht das hier oben doch ersetzen. Denn wir machen jetzt hier einfach Truhe, 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 Truhe. Und die kann man auch öffnen wegen den Treppen darüber. Hier machen wir das auch. Und dann nehmen wir Fässer, die wir so machen. Super einfach, super convenient kann man da jetzt lagern, wenn man möchte. Was fehlt jetzt noch? Eine Werkbank und eine kleine Schlafecke. Und die machen wir in unseren letzten Bereich. Da machen wir wieder 3x3 Platz. Hier oben unseren Durchgang. Und die ziehen wir einfach so rum, die Treppen wieder. Und machen hier oben Falltüren rein. Und jetzt heißt es dekorieren, wie man das Schlafzimmer haben möchte. Ich mag sehr die Werkbank als Teppich zu benutzen. Deswegen mache ich so. Eine kleine Nachttischablage mit Laterne kann man ja nehmen. Ein kleines Bild übers Bett. Und jetzt bitte das. Genau, danke. Und natürlich einen Rüstungsständer, wo man nach der harten Arbeit seine Klamotten ablegen kann. Nur noch ein Detail fehlt. Ich würde den Boden so ein bisschen hier in Steinziegel, da, vielleicht hier, da, ne, dass man so ein bisschen Abwechslung bekommt. Und schon hat man eine richtig schöne Starter-Underground-Base, die man so für alles benutzen kann. Nummer 3 ist eine Wasserhöhlen-Base. Denn von einer Base aus sofort zu starten mit einem Boot ist ein super guter Vorteil. Dafür kreiere ich so einen 3x3 Gang, wo ich mit dem Boot direkt reinfahren kann. Und den kann man natürlich ein bisschen verschönern. Ne? Man kann hier so ein paar Treppen hinmachen, eine Stufe. Und anlegen tut man sofort in einem 5x5 Raum. Wenn man reinkommt, kommt auf die Kopfseite so ein 3x3 breiter Durchgang. Die linke Seite wird aber sofort zum Brutzeln genommen, genauso wie die rechte Seite. Das kann man ja spiegeln, wenn man das möchte. Die Säulen nimmt man hier für Fässer und da muss man hier oben die Blöcke durch Treppen ersetzen, damit man die Truhen, die man da drauf stellt, auch benutzen kann. Ne? So hat man mit den Truhen ein bisschen so ein Lagerfeeling, obwohl die Fässer hier sind. Die sollen mehr so die Säulen darstellen. Der Durchgang geht 3 Blöcke weiter und schon machen wir nach links einen Durchgang und nach rechts. Hier geradeaus nach oben kommt man dann an das Land, also da, wo man dann nicht mit dem Boot hin will, sondern laufen. Dann machen wir aus einem der 2 Gänge, die wir gemacht haben, einen 5x5 Raum, um da auch wieder die Verzauberung reinzupacken. Und auf der anderen Seite machen wir einen 5x5 Raum, um da ein Schlafzimmer draus zu machen. Beim Verzauberungsraum machen wir wieder unsere Standardtaktik mit den U-Formen der Bücherregale. Aber jetzt kümmern wir uns mal kurz um diesen hässlichen Durchgang hier. Wir ersetzen nämlich das hier durch Holz und damit das nicht so platt mit den Fässern aussieht, machen wir hier jetzt unten und oben eine Falltür. Dasselbe machen wir hier auch und natürlich auf der Innenseite auch, denn wir sind hier genau bei den Fässern mit dem Raum angekommen. Und schon hebt sich das Ganze etwas von den Fässern ab. Hier innen drin können wir jetzt erstmal wieder die Decke ein bisschen abrunden. Dafür würde ich tatsächlich diesmal Stein benutzen, also so. Dann kommen in die Ecken hier Truhen, wo man dann Lapis und die Bücher lagern kann. Dann kommt hier wieder der Amboss hin, der Schleifstein da und die Laterne da. Hier in der Mitte kommt jetzt die Leiter hoch, ne, damit wir natürlich gleich oben an Land kommen. Ehrlich gesagt ist mir das Schlafzimmer viel zu groß. Das Schlafen ist in Minecraft immer nur so ein ganz kleiner Part, den man kurz schnell übernimmt, wenn man das Bett ohnehin nicht mit sich rumschleppt. Deswegen können wir es eigentlich klein lassen, indem wir es einfach nur 2x3 machen. Für eventuellen Besuch auch Bett an die andere Seite. Dann kann man hier in der Mitte eine Falltür machen, Laterne draufstellen. Natürlich kann man hier auch wieder die Dekoration mit den Treppen machen, dass es ein bisschen abgerundet ist. Und hier würde ich die Säulen auch rausmachen und diesmal keine Stämme rein, so wie hier, weil sonst wirkt es wirklich sehr brutal eng. Wir machen eher Falltüren einfach so. Weil die Leiter so unsymmetrisch ist, würde ich daneben so eine kleine Pflanze machen. Das passt ganz gut. Dann ist die Ecke auch gefüllt. Und jetzt müssen wir nur noch ein bisschen dekorieren. Einerseits würde ich hier einen kleinen Steg machen, wo man dann landet. Also, ne, wenn man mit dem Boot kommt, dann machen wir einfach so 2 Blöcke. Machen hier noch eine Treppe hin. Und so eine Stufe. Das Ganze wäre dann auch bemoost, ne, damit man hier anhält und das Boot steht. Dann kann man das Bemooste natürlich auch hier überall so ein bisschen einbauen, wenn man möchte. Ich würde auf jeden Fall so 2 Falltüren machen, damit man hier auch eine kleine Absicherung hat und so eine kleine Abgrenzung. Hier in die Ecken machen wir Bruchsteinmauer, hier auch. Die Laternen kommen ein nach hinten versetzt so in die Wand. Das finde ich immer ganz schön, weil dann hat man nicht so eine direkte Beleuchtung im Auge.
Und wenn man es hat, muss nicht, ne? Wenn man es hat, kann man so ein bisschen an der Seed hier noch verteilen, damit der Boden sowas aufgelockert wird, ne? Das sieht dann einfach ein bisschen angenehmer aus. Und schon steht unsere kleine Wasserhöhlenbase, mit der wir direkt oben über Land kommen, aber auch gleich mit dem Boot losfahren können. Aber nicht vergessen, ciao mit V.